Ja, Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play von World of Warships und ich bin unterwegs mit der South Carolina, amerikanischer Zerstörer, Entschuldigung, Schlachtschiff. Amerikanisches Schlachtschiff der Stufe 3. Ich sehe mir nur diese Türme an und denke nur noch an Zerstörung. Wahnsinn. Okay, Tier 3 Gefecht, großes Rennen. Nun denn. Wo fahren wir denn hin mit unserem Schlachtschiff? Wir fahren hier nach links, würde ich sagen. Wir fahren nach links. Die USS South Carolina, was dazu zu sagen? 16.000 PS hat das Teil. Die USS South Carolina, der Schwesterschiff. 16.000 PS. Ja, die brachten dieses knapp 140 Meter lange Ungetüm auf. Sage und schreibe 18 Knoten. 18 Knoten hat das Ding geschafft. Es ist also unter aller Sau. Um es mal genau zu sagen. Ja. Geschichtlich gesehen ging die amerikanische Regierung damals davon aus, da die Seeschlachten zu der damaligen Zeit, das war 1910, immer nur kurzatmig waren, diese kurzatmigen Seeschlachten und auf vor allen Dingen kurze Distanz mit schnell feuernden Schiffen. Man dachte, das würde sich ändern. Das würde sich ändern. Es kämen große Reichweiten ja, auf sie zu, wo Schlachtschiffe kämpfen müssten, auf hohe Distanz. Und ja, man hat dann versucht, diese Schiffe mit schwerer Artillerie auszustatten. Also mit richtig dicken Geschütztürmen, um ja, da böse austeilen zu können. Und die South Carolina und ihr Schwesterschiff waren so mit die ersten Schiffe, die ersten dieser Art, die man so baute. Und ja, sie waren äußerst langsam und ja, hatten ja, es äußerst schwer, da im Gefecht sich zu behaupten. Und ja, aus diesem Grund hat man das Ganze dann irgendwann auch wieder verworfen und ja, es stellte sich dann wohl später heraus, dass das ein Fehler war, große Schlachtschiffe nicht zu bauen. Ja. So viel dazu, so viel zu der Geschichte der South Carolina und ihrem Schwesterschiff. Keine Ahnung, wie die hieß, aber wahrscheinlich auch irgendwie Caroline oder sowas. Ne? Irgendwie Carolina. Carolina. Okay, wir sind jetzt hier in einem Gefecht und genug geredet. Wir wollen hier Tote. Wir wollen tote Matrosen, gegnerische. Gegnerische tote Matrosen wollen wir sehen, die hier am Strand rumlungern, nachdem ihr Schiff abgesoffen ist. Das ist unser Ziel. Die hier campen und grillen und so weiter am Strand, weil sie nicht mehr mitfahren können. Das wollen wir erreichen. Und darum fahren wir hier mit der South Carolina mit ganzen 16 Knoten. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Teil noch nicht ausgebaut. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. Ein paar Punkte auch. Reichweite. Gucken wir mal gerade. 10,2 Kilometer. Hey, der ist drin da hinten. Der ist in meiner Reichweite. Da vorne geht es ja mächtig zur Sache. Der ist ja auch drin hier. Komm, 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 komm. Da drehen wir nochmal bei. Aber den kriege ich so nicht. Scheiße. Ist der auch drin hier? Fast. Er ist fast drin, er ist nicht mehr drin. Er fährt weg. So, wir drehen hier bei. Das ist auch eine South Carolina. Unsere Geschütztürme sind. Oh, Kollisionskurs, würde ich doch mal fast sagen. Okay. Er ist nicht gut, aber dem könnten wir hier eine drücken. St. Louis. Und das hier ist eine South Carolina. Und die brennt. Die brennt. Die ist auch versenkt, wie es aussieht, ja. Na komm, dreh bei. Schön. Die gingen alle in die Mauer. Wahnsinn. Das fängt ja hier gut an. Das fängt ja hier gut an.
Ein Zerstörer. Wir sind feuerbereit. Und er ist raus, der Kamerad. So, das war eine Salve, die hat uns 4000 Schaden gebracht. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Dresden. Eine Dresden. Ich habe nachgeladen und wir schießen einfach mal vor die Dresden. Ungefähr, würde ich sagen, hierhin. Jo, Dresden, jo, das hat gescheppert, würde ich sagen. Wir sollten wieder nach vorne fahren, sonst fahren wir rückwärts in die Insel. Die Dresden steht, haben die einen Motorschaden jetzt. Oh, 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 Dresden, also wenn du so stehen bleibst, dann muss ich bösartigerweise meine komplette Batterie in dir entleeren. Auch das waren vereinzelte Treffer. So, jetzt drehen wir aber hier mal bei. Das ist ja Wahnsinn. Wir fahren hier immer nur hin und her. Die Dresden säuft ab. Sehr schön. Ich habe sie zwar nicht versenkt, aber ich glaube, ich habe ja den Antrieb zerschossen. Gut. Jetzt nehmen wir Kurs auf den Feind. Auf den Feind. South Carolina, tu mal was, tu was, tu was, tu was. Mann, ich würde ja mal so richtig gerne so eine richtig schöne AP-Salve raushauen. Wir fahren genau Richtung Flagge jetzt. Genau Richtung Flagge. Das ist unser neuer Kurs. Capture the flag. Capture the flag. Die verstecken sich alle hier hinterm Kletsch. Obwohl, hier, guck mal. Guck mal hier. Sag mal hier. Kullberg. Geschütztürme fertig machen zum Feuern. Ein bisschen eindrehen noch. Komm, 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 komm. Die Kullberg kommt doch zu uns. Jawohl, die kommt doch zu uns. Die gehen vorbei. Nein, die treffen. Schön, schön getroffen. Aber er brennt nicht. Der Captain der Kohlberg brennt noch nicht. Aber wir haben ja noch zwei Mümpeln. Zwei Murmeln. Kohlberg ist immer noch in voller Eier. Jetzt dreht er weg, er dreht weg. Er hat sich in die Hose geschissen. Sie ist zu schnell. Sie ist zu schnell, die Kohlberg. Schön, 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 schön. Ich glaube, ich habe ihm das Ruder zerschossen. Dann kriegen wir noch zwei raus. Komm. Jawohl, jawohl. Und unser Schaden geht auf 9000. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir haben ja auch nicht die beste Maschinenstopp. Und wir erwidern das Feuer. Maschinen wieder volle Kraft voraus. Ja, Kohlberg. So. Wir liegen immer noch bei 9000 Schaden. Wer trifft mich denn da? Das ist die Kohlberg. Die Kohlberg will meinen Tod. Aber das wollen wir natürlich nicht. Was ist denn hier mit der St. Louis? Die ist gefährlich. Die braucht eine komplette Breitseite. Die feuert auch schon auf mich. Komm, 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 komm. Jawohl, und sie brennt. Einen kriegen wir noch raus. Jetzt, komm, jetzt ist Zeit für AP. Die dreht zu uns rum.
fährt er hinter die Insel. Das ist ein Glück. Das ist ein Glück. Ich komme nicht mehr zum Schießen. So, was machen wir jetzt hier? Was machen wir jetzt hier? Sollen wir wieder umladen? Und vor allen Dingen, ja, es sind zwei St. Louis noch und es ist eine Kohlberg. Das wird hart, das wird hart. Wir laden um. Die ist raus. Jawohl, noch einen schönen Treffer gelandet hier hinten. Ich bin alleine, ich bin jetzt alleine. Na komm. Problem gelöst. Feueralarm. So, wo ist der letzte? Wo ist der letzte Gegner? Und ich brenne, lichterloh. Aber ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube, wir gewinnen das. Jawohl, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Ich glaube, ja, das war jetzt schon Puls, ne? Das war schon Puls. Aber okay, ich glaube, ich hätte das Feuer auch nochmal löschen können. Und wie es dann zu Ende gegangen wäre, ob ich den noch gefunden hätte, den letzten oder Kreuzer war es, glaube ich, noch, was noch übrig war. Das gucken wir uns gerade mal an hier. Eine St. Louis noch, ja. Eine St. Louis wäre es noch gewesen. Vielleicht hätte ich die auch noch gefunden. Okay, ja, South Carolina war das. Ich hoffe, dass das Ding, wenn die Bewaffnung komplett ist, noch ein bisschen mehr Bums hat. Ja, aber insgesamt fand ich das ganz gut und noch ein bisschen spannend zum Schluss. Wobei ich, ja, eigentlich konnte, ja, ich...
Ich weiß nicht, was ich hätte alles verkehrt machen müssen, damit die Überlebende hier zum Schluss, die St. Louis hier, mich noch rausgenommen hätte. Ne? Okay, vom Schaden her war es natürlich jetzt nicht so überragend, aber ja, es war okay. Es war okay. Wir haben das Ding gewonnen und das zählt. Ja, einen habe ich mitgenommen und ich habe die Base erobert und das bringt mir dann 80.000 Silber und 1400 Punkte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit der South Carolina. Ich denke mal, ich werde mit dem Schiff noch ein, zwei Gefechte fahren müssen bis zum nächsten Schlachtschiff. Vielleicht kommt da noch was Besseres dabei rum, aber bis dahin würde ich sagen, euer Bam Bam. Tschüssikowski.